sei f eine Funktion, die das offene Intervall auf reelle Zahlen abbildet. Und die Funktion hat die Abbildungsvorschrift Wurzel über x. Also diese Funktion schaut ungefähr so aus. So, und ich behaupte, dass an dieser Stelle x0, also x0 gleich 0, keine Tangentengerade gelegt werden kann. Also durch diesen Punkt kann keine Tangentengerade gelegt werden, weil die Steigung dieser möglichen Tangentengerade unendlich ist. Ja, das ist meine Behauptung. Und wie zeigt man das jetzt am besten? Naja, mit dem Grenzwert des Differenzenquotienten. Wenn der Grenzwert des Differenzenquotienten an der Stelle x0 gleich 0 existiert, dann ist die Funktion bei x0 gleich 0 differenzierbar. Wenn er nicht existiert, dann ist diese Funktion bei x0 gleich 0 auch nicht differenzierbar. Also untersuchen wir jetzt den Grenzwert des Differenzenquotienten an der Stelle x0 gleich 0. Das bedeutet, ich schaue mir den Grenzwert an. Ich schreibe jetzt mal diese Stelle 0 allgemein, ja, und beim zweiten Beispiel kürzen wir das Ganze ab. Aber ich möchte es beim ersten Beispiel noch etwas allgemeiner formulieren. Wir setzen sozusagen zum Schluss dann nach der Grenzwertbetrachtung die Stelle x0 gleich 0 ein. Ja, so kann man sich dann vielleicht einiges mehr plausibel machen, als wenn man hier gleich ganz schnell hier unsere Stelle 0 überall einsetzt. Also der Differenzenquotient schaut ja so aus. Und ich untersuche jetzt, wie gesagt, diesen Grenzwert dieses Differenzenquotienten. Ja, dann muss ich natürlich für f von x und für f von x0 meine entsprechende Funktion einsetzen. Funktionswert wird ja jeweils Wurzel über x ausgewertet. Ja, hier ist x0, die interessante Stelle, durch x minus x0. So sieht es aus. An der Stelle mache ich mal eine Nebenrechnung. Ja, ich benutze nämlich jetzt die Gleichheit x minus x0 ist gleich Klammer Wurzel x minus Wurzel über x0 mal Wurzel über x plus Wurzel über x0. So, diese Gleichheit möchte ich verwenden. Vielleicht noch weshalb? Naja, wenn ich die zwei Faktoren miteinander multipliziere, ja, was bekomme ich dann? Ja, x minus x0. Ja. Das mache ich deshalb, weil ich dann mir erhoffe, hier diesen Ausdruck ja, etwas zu vereinfachen. Ja, machen wir es vielleicht mal, um die Potenzregeln auch mal zu wiederholen. Die sind eben wichtig, dass man die kennt. Ich schreibe mal die Wurzel anders. X hoch 1/2 ist dasselbe wie Wurzel über x. Ja, minus Wurzel über x0 kann ich schreiben, naja, x0 hoch 1/2. Ja. Genauso für x haben wir gerade gemacht. Und dann steht hier plus x0 hoch 1/2. So, jetzt muss man sich an dieses Potenzgesetz erinnern. Wenn ich eine Potenz habe, ja, mit gleicher Basis und unterschiedlichen Exponenten, wobei c auch d sein kann, ja, dann sagt das Potenzgesetz, dieses Ergebnis, was hier hinten rauskommt, das bekommst du auch, wenn du die Basis beibehältst, also a, und die Exponenten miteinander addierst. Ja, und genau das mache ich mir jetzt beim Ausmultiplizieren zunutze. Ich habe ja hier eine gleiche Basis jeweils, ja, also habe ich hier x hoch und jetzt addiere ich die Exponenten, wie das Potenzgesetz mir vorgibt. Ich muss natürlich jetzt hier hinten aufpassen. Ich habe hier einmal die Basis x und einmal die Basis x0. Die kann ich natürlich nicht zusammenfassen, weil das Potenzgesetz sagt ja, wir benötigen eine gleiche Basis. Ja? Also a, a, das haben wir in dem Fall nicht. Also können wir das nur so antragen. X hoch 1/2 mal plus x0 hoch 1/2 ist gleich plus x 1/2 hoch 1/2 mal x0 hoch 1/2. So, der hier minus mal plus ergibt natürlich minus x0 hoch 1/2 mal x hoch 1/2 und minus mal plus ergibt minus x0 hoch 1/2 p
plus 1/2. Hier kann ich wieder zusammenfassen, weil ich gleiche Basis habe. Aber was sehen wir? Die beiden heben sich auf. Und naja, x hoch 1/2 plus 1/2 ist x hoch 1. Die hoch 1 schreibt man nicht. Genauso hier hinten das Minus nicht vergessen. Dann steht doch genau das da. Ne? Also deswegen kann ich an der Stelle den hier unten löschen. Ja? Den hier oben kann ich mal klammern. Ja? Machen wir hier außen noch eine Klammer. Und hier schreibe ich jetzt den äquivalenten Ausdruck für den rein. Nämlich Wurzel über x minus Wurzel über x0 mal Wurzel über x plus Wurzel über x0. So. Okay. Und jetzt sehen wir, was das Angenehme ist. Den hier und den hier kann ich kürzen. Also der kommt raus, der kommt weg. Es bleibt letztlich oben im Zähler nur die 1 stehen. Also 1 durch den hier. So, jetzt mache ich hier mal frei. An der Stelle mache ich jetzt den Grenzübergang. Ja, x lasse ich gegen x0 streben. Ja, soll heißen, wenn ich x gegen x0 streben lasse, also dieses x gegen x0, habe ich hier unten ja zweimal die Wurzel über x0. Also steht hier da 1 durch zweimal die Wurzel über x0. So, und jetzt muss ich mich natürlich daran erinnern, ich habe es ja am Anfang erwähnt, ich habe das Ganze allgemein gehalten. Ich kann von Anfang an eigentlich gleich x0 gleich 0 einsetzen. Ne, dann ist das alles etwas abgekürzt, aber dann geht auch viel verloren. Ja. Ich wollte jetzt eben diesen Term hier auch nochmal darstellen, ja, weil der ist ja jetzt natürlich ausschlaggebend, warum das nicht funktioniert an der Stelle x0 gleich 0. Und es funktioniert, bezieht sich natürlich darauf, dass ich keine Tangentengerade durch x0, ja, gleich 0 legen kann, weil die Steigung eben hier Probleme macht. Dieser Differenzenquotient, der Grenzwert des Differenzenquotienten, ist ja nichts anderes als die Steigung dieser entsprechenden Tangentengerade. Aber jetzt schauen wir uns mal das hier an. Wenn x gegen x0 geht, also x0 ist ja 0, was passiert dann mit dem hier? Ja, wir sehen vom Graphen her, ich kann nur von rechts, ja, von rechts, von dieser Seite hier, an die Position x0 ran. Woanders ist die Funktion hier, die Wurzelfunktion nicht definiert, also in dem Bereich gibt es keine x'en. Ich kann nur von rechts an die Position heranrutschen. Also dann rutschen wir mal heran an die Stelle 0,1. Ja, dann habe ich hier 1 durch, 2 mal Wurzel über 0,1 und das ist 1,58. Jetzt gehe ich näher ran an die Stelle, meinetwegen bis auf ein Hundertstel. Dann habe ich 1 durch, 2 mal die Wurzel über ein Hundertstel. Das macht dann 5. Man sieht, die Funktionswerte, die wachsen, ja, umso näher ich an die Position 0 heranrutsche. Ja, ich kann ja das so weiter treiben, 0,00001 und so weiter, 0,2001, ne? Dann gehen die Funktionswerte hier, sprich diese, man kann es hier vielleicht noch grafisch darstellen, diese Steigung hier, diese Steigung geht gegen unendlich. Ja. Also kann ich an dieser Stelle x0 gleich 0 nicht differenzieren. Ja. Also formal kann ich hier schreiben, für die Funktion f mit f von x gleich Wurzel über x und x0 gleich 0 gilt der Grenzwert, ja, jetzt schreibe ich für x0 die 0 rein, des Differenzenquotienten an der Stelle 0 ist unendlich. Also das heißt, in x0 ist diese Funktion, also in x0 gleich 0, ist diese Funktion nicht differenzierbar. In allen anderen Stellen schon. Ne? Das kann man sich auch nochmal so plausibel machen, dass es in allen anderen Stellen funktioniert. Ja? Ich kann meinetwegen, hier geht ja nicht,
geht es nicht, da kriege ich eine unendliche Steigung. Ja, da ist die Steigung m unendlich. Ja, ich kann aber auch m schreiben. M ist ja nichts anderes als das, was wir jetzt gerade gemacht haben. X geht gegen x0 von diesen Differenzenquotienten, also wir untersuchen den Grenzwert des Differenzenquotienten. So, das ist ja nichts anderes als m. Also diese Steigung geht gegen unendlich. Aber hier ist er jeweils vorhanden, ne? An der Position x02, meinetwegen an der x03, also an allen anderen Positionen in meinem Definitionsbereich kann ich hier eine entsprechende Tangentengerade, ja, die ich jetzt mal mit groß T von x bezeichne, nicht verwechseln mit der Taylor-Approximation. Im Endeffekt approximieren wir hier auch diese Funktion mit Geraden, ja, also nahe an der Stelle x0 sind die Funktionswerte näherungsweise ja die Werte auf meiner Tangentengerade, wenn ich nicht zu weit von der entsprechenden Stelle x0 weggehe. Aber ich formuliere jetzt erstmal die ja, Tangentengerade aus, also f ausgewertet an der Stelle x0. Ja, das ergibt die Position, wenn ich mich jetzt mal auf das hier, auf diese Stelle hier beziehe, muss ich mal den Index hier wegmachen, mach mal den komplett weg. Also wenn das hier jetzt die interessante Stelle wäre, würde f von x0 bedeuten, ja, ich setze mich hier jetzt auf diesen Punkt und dann laufe ich hier meine ja, Steigung, also meine Schrittweite, ja, Delta x, gewinne Delta y an Höhe, habe insgesamt eine Steigung. Ja. Die Steigung ist ja nichts anderes als dieser Differenzenquotient, wenn er einen Grenzwert besitzt. Ja. Der Grenzwert dieses Differenzenquotienten ist die Steigung dieser Tangentengerade, die ich da an die Stelle x0 oder durch die Stelle x0, das ist falsch formuliert, an der Stelle x0 bezogen auf die Funktion, auf den Funktionsgraphen kann ich eine Tangente durchlegen. Ja? Und hier hinten mal x minus x0. Ja? Man sieht, wenn ich hier für x x0 einsetze, ja, dann bin ich hier oben. Ja? Okay. So muss man das verstehen. Also überall gibt es Tangentengeraden bis auf x0 gleich 0. Gut, ein anderer Klassiker, den man hier besprechen sollte, das ist diese Betragsfunktion. Ja, Funktion ist f, bezieht sich auf dieses Intervall, liefert wieder reelle Zahlen aus und die Abbildungsvorschrift ist f von x gleich Betrag von x. So, dabei gilt dieses f von x, Betrag von x ist definiert als x, wenn x größer gleich 0 ist und minus x für x kleiner 0. Ja? Schaut so aus, dieser Funktionsgraph. Ungefähr. Und das Problem ist diese Spitze hier unten. Ja? Also diese Spitze ist das Problem. Vielleicht kurz noch einen Einschub zu dieser Abbildungsvorschrift. Wenn x meinetwegen 1 ist, ja, dann bin ich hier oben. Ja, dann bin ich in dem Bereich. Ja, weil das hier hinten ist ausschlaggebend. Ich wähle hier ein x aus, x1. Dann muss ich hier reinschauen, wo bin ich zu Hause. Also x für, steht ja da, dieses f steht für. Ja, ich wähle x1 aus, dann bin ich in dem Bereich. Dann sagt mir diese Funktionsvorschrift, ja, dann schreib einfach das x, ja, dann kriegst du deinen Funktionswert. Also soll heißen, der Funktionswert für x gleich 1 ist gleich 1. Ja, also hier 1. Wenn ich jetzt minus 1 setze, dann bin ich in dem Bereich, also x kleiner 0, also minus 1 ist ja kleiner 0. Dann sagt die Funktionsvorschrift, dann musst du vor dem x, was du gewählt hast, ein Minus setzen. Ja, Minus und Minus ergibt Plus. Habe ich wieder 1. Ja, also der Funktionswert ist für x minus 1 gleich 1. Ja, ist ja nicht überraschend, wenn man sich den Funktionsgraphen anschaut. Ja, alle Funktionswerte sind ja positiv. Ja, gibt ja hier unten nichts. Okay, also das nur mal zur Wiederholung. Und jetzt schauen wir uns mal an, warum das nicht funktioniert. Ja? Warum ist ja diese Funktion bei x0 gleich 0 nicht differenzierbar?
Aufgrund der Geometrie des Graphen und von dem Definitionsbereich, ja, hier oben, reicht es diesmal nicht aus, ja, nur von rechts an die interessante Stelle x0 gleich 0 heranzurücken, wie bei der Wurzelfunktion, sondern wir müssen diesmal von zwei Seiten heranrücken. Ja, also wir schauen uns mal den ersten Fall an. Den ersten Fall, wenn x größer 0, das heißt, Erinnerung, ich kürze es jetzt ab, dann bin ich hier. Ja. Also das da unten interessiert mich nicht, weil ich schaue mir den Fall an. So, dann heißt es, das ist ja mein f von x, dann heißt es, naja, f von x ist gleich x. Ja. Okay. Gut, wenn ich jetzt den Grenzwert des Differenzenquotienten und jetzt setze ich die interessante Stelle hier gleich ein, also anders wie beim ersten Beispiel. x0 ist ja 0, also diese Stelle will ich untersuchen. Also strebt x zwar gegen x0, aber wir halten es diesmal nicht allgemein, sondern setzen gleich die Stelle ein, also x gegen 0. Ja? Das machen wir beim Differenzenquotienten auch. F von x minus f von 0 gedeiht durch x minus 0. So. Ist gleich. Ja, jetzt muss man hier andeuten, hier unten, dass wir uns von rechts, ja, an diese interessante Stelle x0 gleich 0 annähern. Das deutet man hier mit so diesem Größerzeichen an. Es gibt aber auch noch die Notation, das Ganze mit einem Plus hier zu versehen. Das heißt auch von rechts an die interessante Stelle heran. Aber ich mache es so, ja, das bedeutet von rechts an die interessante Stelle heranrücken. So, dann habe ich hier im nächsten Schritt hier einzusetzen, nämlich x minus 0, x minus 0. Ja, hoppla. So, und das ist natürlich 1. Ja, warum? Naja, wenn ich mir den jetzt mal anschaue, dann könnte ich ja, wenn ich von rechts an die 0 heranrutsche, rutsche ich bis auf ein Zehntel hier an die interessante Stelle x0 gleich 0 heran, dann stellt sich das Folgende ein. Ja, das kürzt sich, ist 1. Ja, wenn ich ja, auf 0,01 heranrutsche, ja, stellt sich dasselbe ein. Ja, ich kann hier wieder kürzen, ja, bleibt 1. Ja, so muss man das verstehen. Also der Grenzwert ist dann tatsächlich 1. Ja. Dasselbe mache ich jetzt mal mit dem zweiten Fall. Schreibe vielleicht hier noch einen Satz hin. Für ersten Fall gilt der Grenzwert für x gegen 0 von rechts. Ja, der Grenzwert bezogen auf den Differenzenquotienten ist 1. Okay. Jetzt untersuchen wir den zweiten Fall. Der zweite Fall ist natürlich für x kleiner 0. Ja? Dann sagt die Abbildungsvorschrift, dann wählst du f von x gleich minus 1. Ja gut, wenn ich jetzt diesen Differenzenquotienten untersuche, an der Stelle x0 gleich 0, diesmal von links heranrücken, ich bin in diesem negativen Bereich, ja? Hier ist die 0, jetzt von links an die interessante Stelle heran. Das muss ich natürlich hier mit dem umgekehrten Relationszeichen. Ja, hier steht ja x kleiner 0. Ja, das ist ja der Bereich. Ja, okay. Also gut. Der Differenzenquotient wird untersucht an der Stelle x0 gleich 0. Und dann stellt sich Folgendes ein. Minus x minus 0, x minus 0. So, und das ist minus 1. Ja, hier kann man sich dasselbe überlegen. Wenn ich mir den mal anschaue, ich rutsche auf die Position minus 0,1. Ja, dann kommt das Minus hier dazu, aber unten steht kein Minus davor. Ich bin an der Position x minus 0,1. Minus um Minus ergibt plus 0,1. Aber hier unten bleibt das Minus über. Die beiden kürzen sich. Das bleibt minus 1. Okay. Also. Ja, ich würde auch hier jedes Mal kürzen können, egal wie nah ich von links an die Position x0 gleich 0 heranrücke. Also ist dieser linksseitige Grenzwert minus 1.
Also das kann ich vielleicht noch so formulieren. Limes x gegen 0 von links von diesen Differenzenquotienten ist minus 1. Okay, zusammenfassend lässt sich schreiben, dass ja der linksseitige Grenzwert, nee, machen wir erst der rechtsseitige Grenzwert, den haben wir ja als erstes untersucht, entspricht nicht dem linksseitigen Grenzwert. Und jetzt haben wir sozusagen sogar ein Kriterium, um Differenzierbarkeit an einer ausgewählten Stelle x0 zu untersuchen. Also ich kann hier auch in Zahlen schreiben, 1 ungleich minus 1. Ja. Aber jetzt haben wir sozusagen ein Kriterium gefunden. F von x ist Betrag x ist bei x0 gleich 0 nicht differenzierbar. Ja, ich kürze es ab. So, aus den Überlegungen haben wir jetzt das Kriterium. Wenn der linksseitige Grenzwert und der rechtsseitige Grenzwert des Differenzenquotienten, der hier, wenn der gleich ist, ja, dann ist die ja, Funktion in x0 differenzierbar. Aber wenn er nicht gleich ist, dann ist sie nicht differenzierbar. Und das kann man sich auch grafisch mal klar machen. Gehen wir mal auf die Folgeseite. Wenn ich die Funktion mal anschaue, dann ist es ja eigentlich egal, ob ich jetzt, natürlich muss ich die Schrittweite, die hier immer konstant halten. Also wenn ich die konstante Schrittweite in die positive x, dann falle ich natürlich hier eine gewisse Distanz, also Lauf nach unten auf die y-Achse bezogen. Ich könnte aber die Steigung auch so messen. Ich könnte in die negative Schrittweite laufen, dann laufe ich in die positive y. Aber beides Mal ergibt sich eine negative Steigung. Dieselbe Überlegung hier analog. Ja? Ich kann unendlich viele Tangenten an diesen Punkt 0,0 durchlegen. Unendlich viele. Also nicht nur die hier, nicht nur diese Tangente und nicht nur diese Tangente mit jeweils der Steigung minus 1. Und 1, also m gleich 1, m gleich minus 1, sondern alle in dem Bereich hier, ja, alle Steigungen in dem Bereich sind relevant. Also m ist Element aus dieser Menge hier. Ja, und hier könnten ja sehr viele unterschiedliche Zahlen, also unendlich viele unterschiedliche Zahlen drin sein. Zum Beispiel minus 0,812482 ist doch da drin. Oder 0,2222. Das sind alles Steigungen. Aber das kann man sich auch mal ja, noch besser veranschaulichen. Also ein weiteres Bild. Wenn ich jetzt mal diese Tangenten gerade da durchlege, ja, mir meinetwegen bezogen auf die y-Achse mir y1 diesen Punkt anschaue. Wenn ich den Punkt in y minus, ja, Richtung um meinetwegen ein Hundertstel bewege, ja, dann hat es natürlich Auswirkungen auf die Steigung hier, ja. Aber ich kann ja nicht nur ein Hundertstel bewegen, ich kann ja auch nur ein Tausendstel bewegen oder ein Zehntausendstel bewegen. Jede erdenkliche Verschiebung ist ja möglich, ja. Und da gibt es ja zwischen ja, diesen Bereichen hier unendlich infinitesimale Verschiebungen und für jede ja, ausgewählte Verschiebung gibt es natürlich wieder eine ja, Tangentengerade, die diesen Punkt hier tangiert. Also es gibt unendlich viele, aber ich brauche nur eine. Also man bezieht sich bei dieser Ableitung immer nur auf eine definierte Tangentengerade durch eine ausgewählte Stelle x0. Ja? Dies passt oder dies passiert mir. Also dieses Problem, dass ich unendlich viele durch eine ausgewählte Stelle legen kann, unendlich viele Tangentengeraden, passiert mir bei einer Krümmung nicht. Ja, bei einer Krümmung nicht. Hier kann ich an jeder Stelle x0, ja, an jeder Stelle x0 nur eine durchlegen. Ja, die Krümmung verhindert sozusagen, dass ich hier ja unendlich viele durchlegen kann. Ja. Wenn ich
hier eine zweite Gerade durchlegt, dann schaffe ich das nur, wenn ich den Graphen schneide. Also ist das eine Sekante. Es gibt wirklich dann nur eine Tangente, die durch diese entsprechende Stelle, ja, zu der natürlich auch eine Y0-Koordinate gehört. Dann heißt es streng genommen, dieser Punkt hat die X-Koordinate und die Y-Koordinate. Es gibt tatsächlich nur bezogen auf diese Stelle, auf diesen Punkt bezogen, eine einzige Tangente, die ich da durchlegen kann. Ja, ich kann hier keine zweite Tangente durchlegen. Bei Spitzen, also bei solchen Knickstellen, wie es genannt wird, ist es anders. Ja, also kann man deswegen auch schnell verstehen, dass Spitzen oder ja, der Fachausdruck Knickstellen oder Funktionen mit Knickstellen hier mit solchen Spitzen nicht differenzierbar sind an der entsprechenden Position. Ja. Also des Weiteren kann man hier einen schönen Satz der Analysis vielleicht zumindest ansatzweise nachvollziehen, dass aus Stetigkeit nicht zwingend folgen muss oder nicht folgt, dass die Funktion differenzierbar ist. Ja. Also diese Betragsfunktion ist ja stetig. Ich kann hier diesen Funktionsgraphen zeichnen, ohne meinen Stift abzusetzen. Wir haben gesehen, an der Position x0 gleich 0 ist diese Funktion nicht differenzierbar. Aber umgekehrt kann ich natürlich aus der Anschauung folgern, dass eine Funktion, die differenzierbar ist, auch automatisch stetig ist. Ja, es ist unbestritten, dass dieser Ast hier natürlich auch stetig ist. Ne? Ich kann hier den Stift ohne Absetzen durchziehen und erreiche jede Position auf meinem Funktionsgraphen. Also. Gut.